Hallo, Hallöle und herzlich willkommen zu Exos, sagt der Sims vor. Und ich hoffe auf der einen oder auch anderen Art und Weise familienadäquat. Oh yeah, die Hoffnung, die stirbt nie aus. Ja, was sehen wir hier? Hier sehen wir eine junge Dame, äußerst schlank und äußerst adrett. Ja, sportliche Figur, wir gehen mal ein bisschen auf den Bauch. Noch, ja, kann man hier nicht viel sehen. Ja, das hat ja auch gerade erst sozusagen angefangen. Und wenn die Leute sich wundern, was hat denn gerade erst angefangen hier bei diesem Bauch? Ich weiß jetzt gar nicht, was der meint mit diesem Bauch. Ja, ganz einfach, diese Frau hier, die wir hier sehen, die ist schwanger. Und zwar seit gestern. Ja, so schnell kann es gehen. Sie wollte es haben, er wollte es haben. Es ist ein Wunschkind. Vielleicht sind es auch Wunschkinder. Man weiß es nicht, was es wird oder wie viel es werden. Es kann ein Einzelkind sein. Es können Zwillinge, Drillinge, Achtlinge, 40-Linge, keine Ahnung, was auch immer dort kommt. Junge Mädchen, ja, man weiß es nicht. Vielleicht wird es auch ein Elefant, der Rüssel guckt schon raus. Alter Witz, man weiß es nicht. Ja, und sie wird sich erstmal ein bisschen umziehen. Outfits, da habe ich gestern gesagt, was habe ich gestern gesagt? Das Outfit, ein bisschen was Lockeres. Wir werden mal gucken, ob wir ihr vielleicht sogar temporär so Umstandskleidung geben. Das werden wir dann mal gucken, ne? So, er sitzt natürlich jetzt da und beide sind sie dann am Überlegen, ja, was haben wir denn jetzt gerade hier angestellt? Und dann kommt sie dann natürlich, naja, du weißt schon, du wirst jetzt bald Papa. Und das kann sie natürlich ihnen auch sagen. Das heißt, es müsste doch so theoretischerweise gehen. Freundlich. Müssen wir mal gucken. Nein, mehr Gruppengeschichten. Neu, große Neuigkeit erzählen. Genau, da haben wir es. So, und jetzt kommt die, ja, die große Neuigkeit. Ja, mal sehen, wie er es aufnimmt. Ah, da sehen wir es. Ja. Er scheint recht glücklich über diese große Neuigkeit zu sein. So, dann kann er sich natürlich auch ein bisschen umziehen. Outfits ändern. Da nehmen wir mal das hier. Und dann sollte er natürlich, jetzt müssen wir mal kurz mal gucken, nochmal ein bisschen Hygiene machen. Hygiene ist Hygiene, weil es ist Hygiene. Und was ist mit ihr los? Will sie baden? Sie will tatsächlich alleine baden gehen. Das ist ja mal ein Ding. Jo, kann sie ruhig machen. Und er wäscht sich nochmal die Hände. Zweimal sollte reichen. Dann geht er bald zur Arbeit. Er macht das auch alleine. Lassen wir den Herrn alleine zur Arbeit gehen. Denn die junge Dame hat trotzdem so einiges zu tun. Ja, Kaffeemaschine kannst du Teemaschine kannst du vergessen. Du gehst in 8 Minuten los. Wow. Ja, und ich bin echt schon gespannt, was es wird. Junge oder Mädel? Stereoanlage sollten wir auch reparieren. Oh, yes. Stereoanlage geht auch noch. Alleine losschicken. Ja, du mit deinem Glas Wasser. Stell's ruhig ab irgendwo, aber geh zur Arbeit. Fass es nicht. Immer diese mit diesen Gläsern. Danke sehr und tschüss mit dir. Auf Wiedersehen. Das ist manchmal merkwürdig. Gut, junge Dame, was ist los? Hygienisch bist du, angezogen bist du, jetzt hast du sogar overdressed. Das heißt, du kannst das hier mal reparieren. Und während du das da reparierst, darfst du natürlich Outfits, hier Outfit ändern. Geh so schön in die lockere Kleidung rein. Ja, wie gesagt, also, wenn sie richtig zulegt, das kann natürlich passieren, ne? Dann werden wir ihr so ein bisschen Umstandskleidung geben, das ist, damit sie sich ein bisschen bequemer hat. Ja, sie muss sich ja nicht so rumquälen. So, Teile plündern, wegwerfen dann mal bitte. Danke sehr. Sehr schön. Und dann wollen wir mal gucken. Schmeißt das mal in den Mülleimer rein. Sauber. So, das hier solltest du natürlich dann auch mal weglegen. Schön, was sie eigentlich alles machen will. Jetzt will sie zocken oder was? Ja, Road Rival Alpha spielen. Das ist ja mal Hammer. Immer erstmal der Haushalt. Ja, das kennst du doch. So, das heißt hier mal alles ernten. Ernte, Ernte, Ernte. Und da sind schon die ganzen Insekten und sowas. So, das heißt,
einmal bewässern und gegen Käfer einsprühen. Ich weiß nicht, ob das für so eine schwangere junge Frau gut ist, gegen Käfer einzusprühen. Wir werden auch gleich mit dem Baum was machen. Weil wir haben jetzt so viel von diesen Früchten, dass ich echt nicht mal weiß, wohin damit. Okay. Es läuft. Jojo, komm mal hin. Vor allen Dingen haben wir Herbst und ab Herbst, da wird nicht mehr viel mit der Pflanzerei hier draußen gemacht. Die heutige Post wurde zugestellt. Soeben sind Rechnungen von so und so viel Simoio in 48 Stunden. Ja, wir haben einen Levelaufstieg in der Gartenarbeit erhalten. Sehr schön. Kannst mit der Pflanze sprechen, um das Sozialbedürfnis zu erfüllen. Das ist ja mal der Hammer. So, das heißt, wir werden mal bis dahin gehen. Dann gehen wir mal in den Baumodus hinein. Und wenn wir dann in den Baumodus sind, werden wir die Pflanze hier werden mal in den Haushaltsinventar positionieren. Dann werden wir dort, jetzt kommt's, damit wir da auch so ein bisschen den Herbst haben, uns das den zerzausten Baum nehmen und auch dahin packen, damit wir wissen, da gehört eigentlich ein Baum hin. So einfach ist das. Jo, es ist schon schick. Das passt schon. So, irgendwas anderes noch? Fällt mir noch was ein? Fällt euch noch was ein? Ich überlege gerade noch. Ich denke, das ist soweit in Ordnung. Ja, das ist schon schick so. Gut, jetzt darfst du Folgendes machen. Du machst Schwangeren-Yoga. Yoga üben. Warum? Ach, das geht nicht. Haltung einnehmen. Haltung, Gruß. Okay, mehr geht nicht. Obwohl sie noch gar nicht so hochschwanger ist. Das finde ich jetzt ein bisschen komisch. Weil es gibt ja extra Schwangeren-Yoga. Ja? Und ich wollte jetzt eigentlich, dachte so geil, jetzt kann sie hier so ein bisschen Schwangeren-Yoga machen. Aber anscheinend nicht. Geht denn das hier? Meditieren würde gehen. Okay, dann macht sie einmal den. Ja, JD fragt, ob sie rüberkommen möchte. Ah ne, ob er rüber, nee. Ob ich? Ich verstehe es nicht. Okay. Einen Tee gibt es jetzt nicht. Jetzt machst du meditieren erstmal. Meditieren. Okay, wenn kein Schwangeren-Joghurt geht. Joghurt, sag ich. Joghurt geht, dann nimmst du Erdbeer-Joghurt. Nee, du machst meditieren. So war das. Was kannst du denn hier eigentlich machen? Das ist nur Optik, wa? Die Kekse sind nur Optik. Mensch, die braucht Schokolade. Ja, da wird sie dann auch entspannter. Hä? Und da sehen wir es, hier, da. Tolles Gefühl, Wasserdüsentherapie. Dann hat sie freudig überrascht. Und da sehen wir es. Für zwei Essen. Es ist aufregend, ein Leben in sich wachsen zu spüren. Naja, zweites Trimester in 21 Stunden. Das ist ja hier ein bisschen anders. Und dann haben wir, der Haushalt macht sich auf diesem Grundstück fast von selbst. Das ist ja sehr schön. Ja. So, was haben wir denn hier? Ansehen, ausschalten, Tonlage ändern. Ach, das hören wir ja gar nicht wirklich. Stimmt ja, ich habe ja diese Zusatz anderen Objektsounds ausgemacht, weshalb wir ja auch diese Stereoanlage nicht hören. Obwohl, wir hören es doch ein bisschen. Hab's doch gerade gehört. Okay, wir hören dir doch. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Dann ist das schon in Ordnung. Mann. Ecke hier und meine seltsamen Äußerungen. Das so Lustige ist, die könnte ja dann auch irgendwann an zu schweben. Eine schwebende Schwangerschaft. Sie merkt dann ihren Bauch nicht. Ist vielleicht nicht verkehrt, wenn sie anfängt zu schweben. Ich denke aber, sie ist noch nicht allzu weit. Wie weit ist sie denn beim Meditieren? Mal gucken. Kochen. Schreiben, Tanzen, Videospiel, Wellness. Oh, das ist noch eine Weile hin. Apropos eine Weile hin, Versammlung starten, aktivieren und dann haben wir Gruppenvorteile kaufen. Yes. Gruppenvorteile kaufen, was haben wir denn da für Möglichkeiten? Hier hätten wir doch mal Kreativitätsboost, Singenboost, soziale Boost. Es boostet vor sich hin, es boostet für Schelmboost, ist jetzt nicht so wichtig. Ich bin gerade am überlegen. Meditative Wellness Boost, das hat sich schon. Kräuterkunde,
Wie viele Punkte haben wir? 600. 1, 2, 3. Wisst ihr, wir holen uns die 3 200er Punkte, dann haben wir 3 Punkte heute geholt. Hier ist auch nicht verkehrt. Sehr schön. Ja. Aktuelle Vorteile. Ist alles schick. Gucken wir mal, ob hier was Neues eigentlich mal hinzugekommen ist durch die Patcherei. Ab und zu ist das ja nicht verkehrt, sich alles so anzuschauen. Aber es sieht so erstmal nicht aus. Okay, gut. Was hat sie denn für Vorteile noch? Gucken wir mal da rein. 2700 noch was Punkte. Da stampft jemand aber ganz schön entlang. Was ist mit der jungen Dame los? Man weiß es nicht. Vor allem, warum stampft sie hinter mein Haus hier rum? Summer Holiday. Das ist for Summer Holiday. Der scheint aber die Sonne nicht irgendwo her. Das dürfte ein Apfelbaum sein. Naja, der bringt Äpfel hervorbringt. Jo, auch nicht schlecht. Wobei mittlerweile kann man ja die Früchte essen, die man hier so macht. Ich könnte ja mal so eine Vegetarierfamilie machen, die nur Äpfel züchtet. Apropos. Nee, Job einschlagen, das wollte ich nicht. Ich wollte das hier mal haben. Was haben wir denn? Teile für Sanitäteranlagen. Ja. Kann ich nicht verkaufen. Wie werde ich den Schotter sonst los? Alter, die hat hier so viel Zeug. Was ist denn das hier? Orchidee. Geht auch nicht. Wie könnte ich das eigentlich nur loswerden? Ich das wüsste. Nee, will auch nicht loswerden. Schneekugel behalten wir mal. Fürs Kindergarten. Fürs Kinderzimmer. So, das braucht sie auch nicht. Ich werde das Zeug nicht los. Das ist das Üble gerade. Kann ich das irgendwie löschen? Pflanzen? Welt platzieren? Nee, es funktioniert nicht. Hier, der Guppi kann auch weg. Der will auch nicht weg darüber. Der will auch nicht weg. Das ist so ein bisschen seltsam, finde ich. Was haben wir denn da? Superdünger, den könnten wir noch behalten. Die werden wir noch los hier, die. Ja, das ist das Komische, wie gesagt. Das sind Erdbeeren. Die könnte ich essen zum Beispiel. Erdbeeren kann ich essen. Das wäre von Vorteil. Verkaufen kann ich es nicht, aber essen kann ich es. Ja, das ist sehr merkwürdig. So, jetzt hat sie, denke ich mal, genug meditiert. Sonst kommt sie nicht aus dem Meditieren irgendwie raus. Jetzt will ich mal gucken, dass ich die Dinger hier irgendwie loswerde. Das heißt, wir lassen sie mal hier rauslaufen. Ja, geh mal hier hin. Danke sehr. Genug mit Meditieren. Wo bleibt die junge Dame? Giftiger Holunder essen? Ich glaube nicht. Unbestimmte Frucht essen? Ich glaube auch nicht. Nein. Weil ich will bei ihr den Inventar ein bisschen leerer machen, um auch die Ladezeit ein bisschen performanter zu machen und so. Ihr wisst ja. Zu viele Items, bla sowieso und habt da nicht gesehen. Wo bleibt die junge Dame? Ich glaube, wir haben wieder einen Bug. Nein, wir haben keinen Bug. Ich bin auf Pausenmodus. Ich warte und warte. Also, das ist wieder so typisch für mich, wa? Das ist wieder so typisch. Dann denke ich so, hä, warum hört die jetzt nicht auf? Es hört sie trotzdem nicht auf. Hallo. Okay, danke. Es ist wieder so fantastisch. Genau, komm mal hier raus. Bis hier hin. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob wir das hier loswerden. In Welt platzieren. Aha, sie merkt was. Die Schwangerschaftsübelkeit geht los. Mhm, Welt platzieren. Ja, kotzt die aus. Aha, jetzt macht sie einen nach dem anderen. Gifte oder Holunder essen? Nein. Welt platzieren. Und auch im Welt platzieren.
Sie macht jetzt eine Linie damit. Ach du grüne Neune, wie blöd wird denn das? Gibt es keine andere Möglichkeit, das irgendwie loszuwerden? Ja, Leute, macht mich hier nicht irre. Ich kann jetzt hier nicht 100-mal irgendwas hinlegen. Es kann nicht wahr sein. Es ist wohl diese einzige Möglichkeit, ja. Echt, das ist... Weltplatz hier, beziehungsweise kann ich das hier in den Mülleimer schmeißen? Es geht nicht in den Mülleimer rein, wa? Ich muss das wohl so machen. Warte, mach mal Pause. Nicht, dass du sonst wohin rennst. Ja, jetzt ist sie hier nicht immer in der Nähe. Hier hingehen, warte mal. Das heißt, sie muss da in der Nähe sein. Boah. Liebe Sims 4, wieso so kompliziert? Ich fass es nicht. In Weltplatz hier, nicht so, warte mal. Oh. Ja. Hammergeil, wa? Es läuft. So, das ist die eine Sorte jetzt. Dip, 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 dip. Und dann müssen wir das ja nachher noch wegräumen. Ja, versteht ihr? Das ist die Problematik. Oh, komm her. Das ist schon wieder zu weit weg. So, solche weiten Arme hat sie nicht. Ja, ist ja auch eigentlich durchaus realistisch. Also mal so betrachtet. Ja. So, dann mal bis hier hingehen. Na, kommst du her? Komm her, junge Dame. Na. So, wir sehen uns morgen wieder, würde ich sagen. Ich sehe gerade, ich überziehe schon wieder. Ey, das geht so schnell bei Sims 4. Deshalb in dem Sinne euch alle einen schönen Tag. Bleibt soweit gesund und lasst euch nicht ärgern. Ciao, ciao und bye, bye.